Wenn es um kinderpornografische Inhalte im Netz geht, kann sich niemand, aber auch wirklich niemand, auf die Freiheit des Internets oder auf die Informationsfreiheit berufen. Es gibt kein Recht darauf, im Internet das Quälen und die Vergewaltigung von Vierjährigen oder gar von Säuglingen betrachten zu können. Das hat mit Informationsfreiheit nichts, aber auch gar nichts zu tun. Dennoch, und das will ich hier auch deutlich sagen, kann ich natürlich die Befürchtungen verstehen, derer, die sagen, wenn die Sperrinfrastruktur erst einmal da sei, dann wäre der Dampf für die Sperrung weiterer unliebsamer Inhalte im Internet gebrochen. Diese Befürchtungen sind ja auch nicht grundlos. So hat das Landgericht Hamburg bereits angedeutet, dass die Sperrinfrastruktur auch gegen andere rechtswidrige Inhalte im Prinzip zu verwenden wäre. Und es kommen ja vereinzelt Forderungen nach Sperrungen zum Schutz vor Glücksspiel, zum Schutz der Urheberrechte und auch zum Schutz von sogenannten Killerspielen. Ich will hier klar sagen, ich teile diese Forderungen ausdrücklich nicht. Es wäre grundfalsch, unmöglich und auch völlig unverhältnismäßig, sämtliche rechtswidrigen Inhalte im Netz staatlicherseits kontrollieren, sperren oder gar entfernen zu wollen. Deshalb haben wir in der Großen Koalition richtigerweise beschlossen, ein Spezialgesetz zu verabschieden und noch mal ganz klar und deutlich zu machen, dass dieses Access-Blocking sich rein auf Seiten bezieht, die kinderpornografische Inhalte haben. Und das ist richtig so. Neben dieser Klarstellung haben wir weitere große Korrekturen am Gesetzentwurf vorgenommen. Ich will drei Punkte nennen. Erstens. Im ursprünglichen Entwurf war vom Bundesjustizministerium vorgesehen, dass die am Stoppserver anfallenden Daten ohne konkreten Tatverdacht gegen eine bestimmte Person in Echtzeit ausgeleitet und zur Strafverfolgung genutzt werden sollten. Dies hätte dazu geführt, dass ganz automatisch jeder, also auch jeder Zufallsnutzer, der über einen Link oder Spam-Mails auf eine Seite mit kinderpornografischem Inhalt geleitet würde, pauschal unter Generalverdacht gestellt würde. Das ist, abgesehen von der Unverhältnismäßigkeit dieser Maßnahme, natürlich auch in den negativen Folgewirkungen auf die Stigmatisierung der Personen und auch, darauf hat Professor Sieber in der Anhörung hingewiesen, hätte das negative Auswirkungen auch auf das Nutzerverhalten im Internet. Deshalb haben wir als Große Koalition beschlossen, dieses Vorhaben zu streichen. Und wir haben beschlossen, dass Verkehrs- und Nutzerdaten, die beim Stoppserver anfallen, nicht für die Strafverfolgung genutzt werden dürfen. Und das ist richtig so. Der zweite Punkt betrifft die Sperrlisten, die das BKA bestellt. Es ist richtig, dass wir hier ein Gremium beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz einrichten wollen, um eine gewisse Transparenz herzustellen. Was ich nicht verstehen kann, das möchte ich an dieser Stelle anmerken. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist genau der richtige Mann und auch die richtige Stelle, um dieses vorzunehmen. Herr Schaar, dessen Arbeit ich ansonsten sehr schätze, ich will das hier ausdrücklich sagen, hat nun aber einen Brief geschrieben an die Vorsitzende von Wirtschafts-, Rechts- und Innenausschuss und gesagt, dies wäre mit seinem Amt nicht vereinbar. Und das halte ich für einen ziemlich unglaublichen Vorgang. Frau Kollegin Krogmann. Ich komme gleich zum Sie, Ende. Ja, aber Sie reden auf Kosten Ihrer Kollegin Noll bereits. Liebe Michaela, Michaela verzeiht mir alles. Ich würde gern diesen Gedanken noch zu Ende bringen. Weil die Aufgabe dieses Gremiums, was wir eingeführt haben, doch ist gerade das Ziel ist, die Informationsfreiheit zu sichern, indem eben Seiten, die nicht pornografischen Inhaltes sind, dann sich der Kontrolle nicht mehr entziehen können. Und ich halte dieses Verhalten für wirklich abenteuerlich. Als letzten Punkt möchte ich anmerken, dass wir richtigerweise das Gesetz auf 3 Jahre befristet haben. Wir haben nach 2 Jahren eine Evaluierung und wir betreten Neuland. Und deshalb ist es richtig, das Gesetz zu befristen. Und ich wünsche mir, dass wir diese 3 Jahre nutzen, um wirklich die notwendige grundsätzliche Debatte darüber zu führen,
Was sind die notwendigen Freiheiten im Internet? Aber was muss der Staat auch tun, um diese Freiheiten zu beschränken? Und ich wünsche mir, dass sich die Internet-Community hier nicht verweigert, sondern mit konstruktive Vorschläge einbringt. Vielen Dank. Martina Krogmann von der CDU erläuterte das Gesetz zur Bekämpfung der Kinderpornografie, auch die verschiedenen